Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Nachdem wir letztes Mal ein bisschen von Aeda Geschichten gehört haben, werden wir uns nun langsam, oh mein Gott, in die Echosümpfe begeben, um nach Reovis zu suchen, der ja einer der zwei Helden ist, die wir für den Widerstand brauchen, um Senven, die Elfe, zu befreien, die ja von den Eiselfen hier in Miratur gefangen gehalten wird. Ich weiß nicht, ob ich dieser Geschichte glauben soll, aber hey. So. Das werden wir noch weiter herausfinden. Macht erstmal hier die Kratzer tot. Eis. Tot. Ja, Leute, wollte gerade sagen, ihr könnt mir auch mal helfen. Ich mach so gut wie keinen Schaden mit dem Ding. So. Egal. So. Hier ist mein Seelenfels. Perfekt. Na, habt ihr was zu sagen? Nein. Also gut, dann betreten wir die Echosümpfe. Jawohl. Und wir haben wieder ein wunderschönes Bild von Senwen und Arin. Dieser Ladebildschirm. Und wir warten. Und warten. Und warten. Gut. Reovis. Lena. Bleibt fort. Geht, schnell. Aber wir sind Freunde. Freunde oder nicht? Vorim der Schwarze hat meine Rune geraubt. Ich bin nun sein Werkzeug. Vorim, diese Sumpfschlange. Das ist ein Zauberer, der sich mit den Orks verbündet hat. Wir werden deine Rune zurückgewinnen, Reovis. Das verspreche ich. Das wird kein leichter Kampf. Orks sichern das Tiefland. Vorim hat sein Lager auf dem Fels weit im Osten. Ihr müsst euch das alte Flussbett... Ah! Was ist das? Du bist mein Runenknecht. Wie kannst du es wagen? Töte sie! Ich gebiete es! Wie ihr befehlt. Oh. Na, das hat ja... Das fängt ja gut an, muss ich sagen. Okay, also anscheinend ist hier dieser Spinnenmann-Typ namens Vorim, der sieht echt aus wie der Spinnenmann. Befreit meine Rune! Machen wir. Komisch, warum... Alarmiert die Orks! Schafft mir dieses Pack vom Hals! Na gut, also, ich wollte gerade fragen, warum können wir jetzt nicht seine Rune schon aufsammeln, weil... Er hat ja die Rune nicht bei sich, ich Depp. So. Gut, Unsere Quest ist die Rune erobern und einen Weg zum Ostberg suchen. Das ist, wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Ich muss mal gucken, was für Pläne ich habe. Schon fast alle. Interessant. Okay. Weil hier werden wir nämlich die Dunkelelfen spielen. Ja. Bei Out of Dawn haben wir mit den hellen Rassen angefangen. Hier fangen wir mal mit den dunklen an. Das wird definitiv interessant. Die Echosümpfe habe ich nicht so schwer in Erinnerung. Horta ist das. Okay, hier sind Oger. Oh, merkwürdig. Hier sind Gra-Kämpfer. Mittleres Haupthaus, Mine, Schmiedung. Ah, eine schöne neue Rune. Jawohl. Wollte schon sagen. Gut, jetzt habe ich die Rune 1 eingesetzt. Und jetzt setze ich mal in aller Ruhe Viecher ein. Wow, ich kriege jetzt erst eine Mine. Geil. Jetzt muss ich das auch noch alles einordnen, ey. Und die Schmiede war... Ja, wahrscheinlich auch. Wusste ich es doch. Alles andere ist... Für das kleine Haupthaus. So, perfekt.
Ordnung muss sein, Leute. So. Du gehst jetzt erstmal schön hier hin. Ich kann noch nicht hier oben hin, weil hier sind Grags. Und von hier unten... Also es kommen jetzt von zwei Seiten Viecher. Es kommen von hier Oger und von da oben Grags. Ich werde aber erstmal meine Dunkelelfen Steine erstmal kloppen lassen. Weil Steine sind wichtig. So. Weil hier ist nämlich Aria. Das ist das Problem. Und hier kann ich noch nicht hin, weil das letzte Mal, als ich hier war und einfach nur mein Aria-Vorkommen hier sichern wollte, boah, da sind erstmal Grimm und Lena wunderschön dahin gestürmt. Ah, da kommen schon zwei Grag-Kämpfer auf einmal. Sagt mal, gib mir einen Break, Leute. Ganz ehrlich. Ich finde es irgendwie schade, dass wir Dunkelelfen machen. Also, dass wir gerade mit... Ja. Macht einfach gar nichts, Grimm und Lena. Wollte gerade sagen, ey. Schlimm, 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 schlimm. So, ich brauche erstmal gleich einen... Ich bin unwürdig. Sofort, sofort. Einen Steinbruch. Wo bin ich denn? So. Ich bleibe erstmal so. So, ihr seid meine Steinbruch-Typis. Stein, perfekt. Okay, ich kann Züchter bauen. Perfekt. Hier bin ich, Meister. Mine werde ich als nächstes bauen. Damit die Produktion... von Eisen sehr schnell vonstatten. Das Gebäude ist fertig. Gut, das Gebäude ist fertig, das freut mich. Ich gehe hier noch nicht hin. Ich weiß nämlich genau, dass hier eine riesige Welle kommt. Oder? Sollte ich es wagen und die Aria-Quelle einnehmen? Weil ich brauche Magier. Ich brauche Aria. Ich mache jetzt mal den Waldkäfer platt, da wird der Branda eh mitkommen, aber egal. Ah, doch nicht. Okay. So. Weil... Oh Gott, da kommt einer. Komm zurück. Ich weiß nämlich nicht, ob hier danach Schluss ist. Das bin ich mir nämlich nicht so sicher, aber ich glaube nicht. Das sieht nicht so aus, nee. Gut. Bleibt mal hier. So. Ihr baut mir jetzt die Mine. Das ist leicht. Dann brauche ich welche, die mir ein kleines Haupthaus bauen. Und dann werden diese langsam Schmiede, Züchter und Nahrungsquellen bauen. Hier könnte ich mir gut eine Nahrungsdings vorstellen. So, was hier könnt ihr mir denn Meister. Bauen? Schmiede könnt ihr mir bauen. Meister, Haupthaus, das Gebäude ist fertig. Münze, oh Gott, wie viele habe ich denn? Schmelze, Honig, Schrein. Schattenschmiede, Arcanum. Pilzfarm. Warum ist die Pilzfarm da hinten? Wenn, dann brauche ich sie hier. So. Oh mein Gott, was kommt da auf mich zu? Oh mein Gott, was ist das? Seht ihr das da? Seht ihr das da unten? Was zum Teufel? Warum? Warum kommen gleich so starke Viecher? Versteh es nicht. Ich weiß, dass du mich sehen kannst. Aber warum, frage ich mich. Das erschließt sich mir nicht. Egal, ich müsste auch... Hab ich Türme? Ich habe keine Türme. Super.
Klasse. Oh nein, nein, die sehen mich alle. Fuck. Kommt schon. Macht mich kaputt. Kommt auf mich zu. Ja, genau. Ach, das war ja doch nicht so schlimm, wie ich dachte, dass es schlimm wird. So. Alles, was ihr wünscht. Ihr baut mir jetzt eine Schule. Ich kann nämlich noch keine Menschen bauen. Und warum sind die alle so, natürlich Dunkelelfen? Hexenmeister. Die kosten alle entweder Aria oder Mondsilber. Die einzigen, die nichts kosten, sind Assassinen. Und die kosten 100 Eisen pro Quadratmeter. Das ist ein Problem. Bumm, mach ihn tot. Bumm. Ja, das ist leicht dämlich, was da ist. So. Ich glaube nämlich, dass ich aber trotzdem zuerst hier dieses Lager auslöschen werde. Weil ich möchte an das Aria ran. Ich kann nicht anders. Ich bin unwürdig. Ups, ich habe die... Wie kann ich dienen? Ich wollte eigentlich die Steuerungstaste drücken. Welche Taste drücke ich? Die Windows-Taste. Ich dachte, ich komme zuerst ins Menü zurück, aber war dem nicht so wohl. Ich möchte gerne erstmal einen... Danke. Ja, komm, bauen wir es hier hin. Und währenddessen... Kann ich schon mal den Todeswirbel machen? Und ich glaube, ich baue eine Schmelze. Damit ich mehr Eisen kriege. Aber ich würde gerne mal wissen, wer dieser Horter ist. Sieht auf jeden Fall freundlich aus. So. Ich bin unwürdig. Schmelze, Schmelze, Schmelze. Da, nein, Mondsilber. Da, Schmelze. Und eine Steinmetz kann ich auch bauen. Honigschrein, okay. Die meisten Gebäude kosten nämlich auch Magie. Aria. Oder Mondsilber. Da, Schmelze. Dann habe ich nämlich schnell viel Eisen. Kommt schon. Ich könnte doch eigentlich ohne Probleme da oben da was einnehmen. Meister, das Gebäude ist. Bleib trotzdem einfach mal hier. Erstmal. Ich bin unwürdig. Dann werde ich wahrscheinlich mal offscreen was erforschen. Gebt mir Stein, Eisen. Oh Gott, ist das Ding groß. Kann ich nicht vielleicht. Kann ich echt nicht. Muss die hier hin? Na gut, dann nicht. Dann kommt sie halt hier hin. Mann, ist das Ding groß. Hier bin ich, Meister. Demnächst werde ich mal einen Züchter bauen. Das wird, glaube ich, die nächste Investition sein, die ich mache. Aber ich werde schon mal... Stimmt, die kosten ja 100. 100 Eisen kosten die Viecher. Ich glaube, ich werde mal den Brander hier... Obwohl, nee. Erst wenn meine Armee ein bisschen stärker ist. Erst dann kann ich es machen. Gut. Ich finde es lustig, wie halt diese ganzen Stelzen hier einfach aus dem Boden kommen. Das Gebäude ist fertig. Perfekt. Wie kann ich dienen? This is very good. I like this. So, Züchter bitte. Wow, wieder einfach kein Nanu. Lagerkommandantin Svera. Interessant. Meister? Gebt ihm all euer Eisen. Jawohl. Okay, Leute, ich würde sagen,
Ich werde mal gucken, ob dieses Lager da hinten eine Sackgasse hat oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Wenn ich auch schon mal ein bisschen weiter aufgebaut habe, ein paar mehr Ressourcen habe. Und wir dann hoffentlich schnell zum Zuge kommen können, bevor uns die Gegner halb überrennen. Also bis dann. Ciao.